Die A9 kurz vor München. Es wird wieder mal gebaut, wie fast überall in Deutschland. Dichter Verkehr, häufig Staus, viel Stress. Es wird geklotzt und gekleckert, manches geht daneben. Bauarbeiter unter Druck, kontrolliert von allen Seiten. Es läuft noch nicht so richtig. Wir haben es noch nicht im Griff. Diese Baustelle ist ein heißes Pflaster. Arbeiten unter Zeitdruck. Die A9 ist eine wichtige Nord-Süd-Verbindung. Man steht unter höchster Beobachtung. Hier fahren täglich wichtige Leute lang. Also das ganze bayerische Kabinett fährt hier lang. Den Asphalt produzieren sie vor Ort. Alles muss schnell gehen, sonst gibt es neue Staus. Wenn man dann sieht, dass es in kürzester Zeit 10 Kilometer plus 17 Kilometer und dann drüber hinaus noch staut. Immer wieder Stress zwischen Bauarbeitern und Autofahrern. Die Polizei tut, was sie kann. Die Arbeit hier ist gefährlich, kann krank machen. Also ich kenne wenige, die alt geworden sind, die richtig, also über 70. Hartmut Noack ist 61 Jahre alt und hat 45 Arbeitsjahre auf dem Buckel. Der Job im Straßenbau macht ihm immer weniger Spaß. Das liegt auch an den Autofahrern. Viele akzeptieren das gar nicht. Die hupen, drohen uns, wenn sie im Stau stehen, vorher müssen. Viele können sich das gar nicht vorstellen, dass wir die Straße nie für uns alleine bauen, sondern dass wir sie eigentlich für die anderen bauen, die sie benutzen. Auf dieser Baustelle der A9 wird rund um die Uhr gearbeitet. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Die Asphaltierkolonne fängt meist erst am Spätnachmittag an. Feste Arbeitszeiten gibt es nicht. Und wie lange müssen Sie heute? Wir müssen heute so lange arbeiten, bis wir fertig sind. Okay. Vorne kippen LKW frischen Asphalt in die Maschine von Hartmut Noack. Beschicker nennt sich das Ungetüm. Von hier geht das Material über ein Förderband zur nächsten Maschine. Die trägt dann die neue Schicht auf. Es ist heiß, es ist furchtbar laut, man kann sein eigenes Wort kaum verstehen. Und heute ist es noch schlimmer, es gibt Probleme. Noacks Maschine stoppt plötzlich, der gesamte Ablauf gerät durcheinander. Was war jetzt? Der bremst mich schon wieder aus. Was? Der Lastwagen bremst. Soll er mal die Bremse lösen? Fast wäre Noacks Kollege hinten aufgefahren. Irgendwas hat mit der Distanzregelung nicht hingehaut. Jetzt wäre fast aufgefahren. Und dann das nächste Malheur. Ein unvorsichtiger LKW-Fahrer hat reichlich daneben gekippt. Und das, als gerade die Bauaufsicht vor Ort ist. Projektleiter Bruno Seufert macht sich Notizen. Immer wieder Verzögerungen. Einige LKW-Fahrer bremsen zu stark. Er muss nur leicht bremsen. Leicht. Damit er nie von selber wegrollt. Das zeigt sich so leicht. Das reicht. Man muss doch im Straßenverkehr auch leicht bremsen. Man kann ja nicht jedes Mal eine Vollbremsung machen. Und es wirft uns in der Zeit zurück. Einige der LKW-Fahrer haben offensichtlich wenig Erfahrung. Bruno Seufert von der Autobahndirektion sieht noch viel Luft nach oben. Heute geht einiges daneben. Es läuft noch nicht so richtig. Wir haben es noch nicht im Griff. Man sieht das schon mal. Irgendwie ist es normal, dass Dinge manchmal nicht so rund laufen. Ja, die Kolonne ist, glaube ich, heute den ersten Tag da. Die werden ja ausgetauscht, einfach durch die Schichten, die sie haben, dass sie auch nicht so viel Zeit auf der Baustelle verbringen, dass sie ihre Ruhezeiten haben. Jetzt ist die Kolonne ganz neu auf der Baustelle. Die bekommen Geräte vorgesetzt und müssen sich erst einmal damit sich einarbeiten. Heute und morgen, dann müsste es eigentlich klappen. Es geht nur mühsam voran. Etwa einen Kilometer müssen sie bis zum nächsten Morgen schaffen. So der Plan. 2300 Tonnen müssen die verarbeiten. Müssen heute rein. Die planen schon? Das weiß ich nicht. Ungefähr, schätzen Sie?
300. Nach 2 Stunden gerade mal ein Achtel geschafft. So kann das nicht weitergehen. 17 Kilometer ist die Baustelle lang. Bruno Seufert gehört zur staatlichen Bauverwaltung. Er ist einer der Projektleiter, die alles im Blick haben müssen. Es geht um Qualität und vor allem um Sicherheit. Die Arbeit auf der Straße wird immer dann besonders schwierig, wenn andere Leute Urlaub haben. Pannen in der Baustelle, ein Horror, akute Staugefahr. Dieser holländische Wohnwagen hat sich gerade noch an die Seite gerettet, mit einer Motorpanne. Ja, bei Salzburg, die Grenzübergang von Österreich und in Deutschland, haben wir Panne bekommen. Haben sie uns abgeschleppt nach Salzburg, also die Lichtmaschine repariert heute Morgen. Und sag tschüss, gute Reise. Jetzt sehen wir hier mit der guten Reise. Jetzt haben sie gedacht, sie kommen zu uns oder besuchen uns auf der Baustelle. Ja, das habe ich gedacht, ja. Wenigstens sind sie aus dem Verkehr rausgefahren. Ja. Das ist nochmal gut, dass wir nicht noch einen Stau produzieren, das Ganze. Ja, das hatte gleich, ich konnte im letzten Moment konnte ich hier reinfahren. Das Auto kaputt, aber der Wohnwagen tipptopp. Das ist in jedem Fall das neueste Modell von der Fendt. 2014. Schwarze Rahmen. Auch im größten Stress bleibt Herr Derks aus Deest bei Arnhem ein echter Holländer und bittet uns voll Besitzerstolz in seinen brandneuen Caravan. Seit 3 Stunden wartet er mit Frau und Tochter auf die Pannenhilfe. Immerhin, auch wenn es dauert, verhungern müssen sie nicht. Ständig ist irgendwo irgendwas mit irgendwelchen Autofahrern. Bruno Seufert rennt zu einem Audi, dessen Fahrer eine echt abenteuerliche Stelle für ein Päuschen gefunden hat. Der startet schnell durch. Sollte es an dieser Stelle krachen, wären auch Bauarbeiter in Gefahr. Und die gesamte Baustelle dicht. Die Situation hast du immer wieder. Die Leute wissen einfach nicht, wie sie sich auf der Autobahn zu verhalten haben. Die meisten Autofahrer sind vernünftig. Um die anderen kümmert sich die Polizei. Auch in Zivil, unauffällig, mit Kameras hinten und vorne. Die Regeln lauten Tempo 60 und Überholverbot für LKW und Gespanne. Die Schilder tauchen immer wieder auf, sind kaum zu übersehen, trotzdem viele Verstöße. Ja, da gibt es die verschiedensten Beweggründe, aber im Regelfall ist es so, dass sie in Zeitdruck sind, dass sie in Eile sind. Und dann wird es in Kauf genommen, dass man die Zeichen missachtet. Wobei es teilweise sehr gefährlich ist, weil die Fahrzeuge für den linken Vorstreifen zu breit sind mit Anhänger. Irgendwann zieht der Wagen mit dem Hänger wieder auf die rechte Spur. Und dann Kelle hochhalten und an der nächsten Ausfahrt raus. Das ist der Alltag von Wolfgang Steiner und seinen Kollegen. Die Verkehrspolizei Freising hat gut zu tun in diesen Tagen. Na ja. Augenscheinlich ist alles richtig gesichert und befestigt, aber es ist immer so ein riesen Gefahrenpotenzial, so ein Träger und besonders mit so vielen Rädern drauf auf dem Anhänger, dass da nichts passiert, weil wenn so ein Radl runterfällt auf die Autobahn, ist es dann nicht so ohne. Manche Verkehrssünder versuchen sich rauszureden. Wie gesagt, jeder macht Fehler und ist ja okay, aber dass man dann das versucht, irgendwie durch Krankheiten vom Ehepartner oder das Kind ist auf der Intensivstation mit schweren Kopfverletzungen und deswegen ist er so schnell unterwegs und dann fragt man im Krankenhaus nach, dann sagen sie, nö, das ist überhaupt nichts und so. Also das ist dann schon so, wo man sagt, ja, gibt's denn sowas oder? An diesem Augusttag staut es sich wieder mal. Es hat einen schweren Unfall gegeben. Zu wenig Abstand, nicht aufgepasst. Einige Autos sind ausgebrannt, aber es gab glücklicherweise keine schweren Verletzungen. Auch die Bauarbeiter hatten Glück. Baustellen sind gefährlich. Die nehmen da oft gar nicht wahr, dass neben ihnen, 2 Meter neben ihnen, ein Arbeiter steht, der irgendwas repariert. Also normalerweise müsste man dann die ganz uneinsichtig mal so eine Stunde in die Baustelle reinstellen zu so einem Arbeiter, dass er sieht, was wirklich abgeht und wie gefährlich und wie stressig das für die Arbeit eigentlich ist, auf so einer Autobahnbaustelle ist dann. Aber an das denken halt die meisten nicht. Immer wieder wird falsch überholt. Mit Anhänger, mit Wohnwagen, sogar schwere LKW. Ja,
Und das wegen höchstens 2-3 Minuten Zeitvorteil. Also das Ganze wird gehandelt mit einer Geldbuße von 70, oder? Plus gibt. Ja. Zu teuer, nein, oder? Die Polizei ist hier ständig präsent. Und die Kontrollen sollen sichtbar sein. Abschreckung. Geblitzt wird auch am Abend. Vor 2 Jahren hatte man es anders gemacht. Damals galt auf der vorherigen Baustelle nicht Tempo 60, sondern Tempo 80 und es gab weniger Kontrollen. Die Folge? Damals wurde gerast. Es gab mehr Unfälle und Staus. Staus aber führen zu Aggressionen und Wutausbrüchen gegen die Bauarbeiter, erinnert sich Hauptkommissar Nikolaus Bischoff. Ja, wir haben also das, wie gesagt, vor 2 Jahren gehabt. Da waren die Leute teilweise so genervt. Die haben also Wasserflaschen, Äpfel, was sie im Auto gehabt haben, teilweise auf die Arbeiter geworfen, ne? Weil es dann halt so langsam gegangen ist und zuerst sind schon im Stau gestanden. Und also die waren teilweise unwahrscheinlich aggressiv. Ne? Und dann, wenn natürlich ein Stück frei ist, dann voll aufs Gas. Ne? Der Asphalt wird vor Ort produziert. Eine eigene Mischanlage nur für diese Autobahnbaustelle. Manfred Resch ist hier der Chef. Das mobile Werk sorgt für kurze Anfahrtswege. Zum Asphaltmachen braucht man viel Granit. Mischmeister Resch liebt seine kleinen Steinchen. Das Gestein, sehr schön gebrochen, kubisches Material, wunderbar. Was ist da jetzt wunderbar dran? Das stellt sich raus, also die sollten nicht länglich sein, plattig. Das soll der Material sein, was sie ineinander verzahnt, also was ineinander Festigkeit gibt, dass das Gestein nicht bricht. Für das ist wunderschöner Granitstein. Wenn Sie jetzt ein Bäcker wären, wäre das der Teig oder was? Oder? Das kann man sagen, das war das Mehl. Ein Vierteljahr lang hat Resch diese Anlage mit aufgebaut. Ist die Autobahn hier fertig, wird sie wieder eingepackt. Er kennt seine Mischanlage in- und auswendig. Man hört das Leben an der Anlage. Die Anlage lebt. So eine Anlage, die hat tausende Komponenten, was sie bewegen. Und jedes Teil, was sie bewegt, hat ein anderes Geräusch. Und über die Jahre hört man das genau, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Es ist eine große Dampfmaschine, sozusagen. Die zischt, raucht und rappelt. Wenn es einmal nicht mehr rappelt und zischt, dann funktioniert es nicht. Eine harte Umgebung. Viele Steine, noch mehr Staub und Lärm. Und dann das. Die Verwelken. Thorsten Sapjatzer, ein Kollege des Mischmeisters, hat die Blume gepflanzt. Was ist denn das eigentlich für eine? Weiß ich gar nicht. Vermutlich eine Narzisse. Eine Narzisse. Du bist der Botaniker. Das harmonisiert ja vielleicht auch etwas die Seele hier auf der Baustelle. Wenn man so eine schöne Pflanze sieht. Lass Blumen sprechen, oder? Seelenharmonie auf der Großbaustelle. Auch im Mischwerk können sie richtig sentimental werden. Ansonsten ist für Gefühle wenig Platz. Das Werk läuft rund um die Uhr in 2 Schichten. Sein Werk. Das ist meine Anlage. Das ist das Ding, was ich betreue, wo ich mein Herzblut reinlege, muss man schon sagen. Ja, das ist so. Es ist ein riesiger Baukasten, der immer wieder repariert werden muss oder aufgebaut werden muss. Ja. Die Herren von der staatlichen Projektleitung sind ständig unterwegs. Bruno Seufert und Kollege Jens Gärtner haben die Aufsicht. Das kannst du vergessen. Das wird nichts. Die hier geplante provisorische Zufahrt auf die Autobahn wird viel zu kurz. So ein Beschleunigungsstreifen sollte 70 Meter lang sein. Soll das eure Zufahrt werden? Ja, ja.
Also hier so rein, oder? Das langt nicht, da kriegst du nie deine 70 Meter zusammen. Da kommt er nicht hin. Du müsst da den Haufen würde ich wegnehmen und dann hier so rum. Die Baggerschaufeln weg, das Zeug will weiter nach hinten, dass er da schon gerade ziehen kann. Wir müssen noch Bescheid geben. Ja, dringend. Also das wird nichts. Bruno Seufert und Jens Gärtner tauchen oft unangemeldet auf. Nilpferd-Methode nennt Jens Gärtner ihr Vorgehen. Nur so funktioniere es. Ja, Nilpferd-Methode. Na, das ist halt. Was heißt das? Ja, auftauchen, mal aufreißen, wieder abtauchen. Aber es ist eigentlich nur, sie sollen sich ja nicht kontrolliert fühlen. So dass man einen permanenten Kontroll hat. Ich tauche halt auf. Die Leute kennen mich mittlerweile, sagen, okay, wenn der Gärtner kommt. Oder wenn ich ganz böse gucke und dann schon ein bisschen da, dann wissen sie schon, okay, Deckung, dann ist es was arg. Das ist jetzt hier eine Kleinigkeit. Eine Kleinigkeit, aber mit Folgen. Sind die provisorischen Auffahrten zu kurz, wird es schnell brenzlig. An dieser Stelle wird Bruno Seufert umplanen. Mehr Platz für die Autos. Jetzt nehmen wir die Ausrundung gleich mit, dass wir die Ecken dann da hinten noch zeichnen können, wie weit das hergeht. So ungefähr, oder? Dürfen wir 15 Meter nehmen? Ja, 15 Meter zusätzlich zu der 40. Und dann wird ratzfatz ein neuer Bauplan gemacht. Mit Sprühfarbe werden Grenzlinien gemalt, die Konturen einer neuen Behelfsstraße. Seufert schickt Gärtner mitten durch den Matsch. Ja, auf. Ja, ich liebe ihn. Legales Graffiti. Und dann kriege ich auch noch Geld dafür. Morgen früh wird die neue Zufahrt fertig sein. Es gibt Tage, da kann nicht asphaltiert werden. Das bedeutet aber keineswegs Untätigkeit. Im Asphaltmischwerk wird heute aufgeräumt. Manfred Resch steuert sein Lieblingsspielzeug. Kleiner Jungstraum, ne? Das ist natürlich eine Riesenmaschine. Ja? Das ist eine natürliche Riesenmaschine. Macht Spaß? Das macht sehr viel Spaß, ja. Der Mischmeister und sein Kehrblech. Wenn mal kein Asphalt produziert wird, heißt es aufräumen, die Anlage auf Vordermann bringen, sauber machen. Thorsten Bayer kümmert sich um die Bitumenreste, die fies kleben. Er ist seit vielen Jahren auf Montage, hat sich gewöhnt an das Leben fern der Familie. Hat man es dann nicht irgendwann mal über mit der Montage? Oh, es geht eigentlich. Wenn rundherum alles passt, hat man da eigentlich keine Probleme. Familie muss halt mitspielen. Und das tut sie auch? Ja, bis jetzt schon. Aber ist ja nicht in allen Fällen so, ne? Nein. Manfred, hast du Feuerzeug? Straßenbauer reden nicht gern über Kollegen mit Eheproblemen. Es gibt zu viele davon. Da bist du aufpassen auf den Gummi, dass man nicht runterbrennt, ja. Sie ziehen mit ihren Mischwerken durch ganz Europa. 3 Monate aufbauen, dann bis zu 3000 Tonnen täglich produzieren, zum Schluss die gesamte Anlage wieder einpacken und weiterziehen. Dieses Werk stand vorher auf dem Balkan. Erinnert man sich noch an all die Straßen, wofür man geliefert hat? Auf jeden Fall. Also mir geht's auch so. Wo ich einmal war, das vergesse ich nicht. Nee? Nee. Da sieht man dann genau die Punkte oder weiß man genau, wo es losgegangen ist, die Baumaßnahme. Und dann, wenn man drüber fährt, und dann haben Bekannte im Auto drin und sagt man, das Stück haben wir ausgebaut oder erneuert. Genau, so geht es mir auch. Also meine Frau, die Straßen, die wir häufig fahren, da brauche ich schon nicht sagen, dass auch meine Frau oder meine Kinder, jetzt kommt der Satz. Welcher Satz? Na, das haben wir gemacht. Sand, Staub, Steine und Stahl als Mittelpunkt des Lebens. Freizeit ist unbedeutend. Die Baustelle an der A9 ist in Bayern ein Politikum. Diese Arbeit hat Priorität. Das spüren auch die Projektleiter. Hier fahren täglich wichtige Leute lang. Also das ganze bayerische Kabinett fährt hier lang. Und da muss man natürlich auch aufpassen, dass man da keine Fehler macht.
Aber solange sie nicht anrufen und keine Mails schreiben und Fragen stellen, dann ist das, für uns wie ein Lob. Es ist ein heikler Job für Jens Gärtner und seinen Kollegen Bruno Seufert. Nur 6 Monate Bauzeit für 17 Kilometer, 24 Stunden Dauerbetrieb, das ist eine sehr teure Angelegenheit. So etwas kann man nur bei sehr stark befahrenen Straßen machen, sagen sie. Man muss es auch finanzieren können. Es geht ja um die Baulänge. Und es in der Bauzeit würden wir nie die 17 Kilometer fertig bringen, wenn wir nicht auch und Nacht arbeiten würden. Also wir hätten hier die Möglichkeit nur zu sagen, man macht halt die 17 Kilometer in 3 Abschnitten. Und dann dauert die Baustelle hier 3 Jahre. Aus Sicht vieler Autofahrer ist bereits ein halbes Jahr viel zu lang, ist reine Nerverei. Das Leben der Arbeiter wird von der Baustelle dominiert. Eine Großbaustelle, das heißt 6 Monate lang extrem pendeln oder gleich vor Ort übernachten. Viele machen es so wie Manfred Resch. Der Mischmeister wohnt in preiswerten Hotels, möglichst nah an der Autobahn, über Wochen hinweg. Das reicht für wie lange? Circa 3 Wochen ist das die Arbeitskleidung, was ich immer so dabei habe. Das reicht? Das reicht meistens aus. Wenn nicht, dann lasse ich auch mal waschen, also wenn es länger wird, dann mal länger wie 3 Wochen dahin. Aber in der Regel reicht es immer aus. Das Privatleben findet am Telefon statt. Manfred Resch ist jetzt Mitte 40, seit 26 Jahren auf Montage. Soll das denn auf ewig so weitergehen noch? Ich denke ja. Ich hoffe es, da ich den Job bis zur Rente so weit machen kann und weiter habe. Ja, ich dachte nur, dass man irgendwann sagt, so jetzt ist das mit der Reiserei auch mal gut. Das ist schon fast wegen der Sucht, die Reiserei. Also wenn man länger zu Hause ist, dann ist man schon wieder froh, dass man wieder mal wieder raus kann, wieder auf Baustellen fahren kann. Das ist dann wieder schon wieder Abwechslung. Die Nachtschicht beginnt. 1 Kilometer neue Fahrbahndecke wird von den Männern erwartet. In einem halben Meter Entfernung donnert der Verkehr vorbei. Hartmut Noaks Laune hat sich nicht gebessert. Einige Lkw-Fahrer bremsen falsch und blockieren alles. Das gibt's nicht, das gibt's nicht. So staut sich das Hydrauliköl auf. Wenn die nicht fahren. Und wenn sie dann losfahren, geht das Ding los wie eine Rakete. Und das macht keine Freude. Das Abladen von Asphalt in Noaks Maschine erfordert Feingefühl. Aber Lkw-Fahrer mit Berufserfahrung sind rar. Vielleicht liegt es an der Bezahlung in der Branche. Und schon wieder ruckelt es. Es ist nicht mehr schön. Es ist nur noch ein Leistungsdruck. Und was mir auch aufgefallen ist in den letzten Jahren, geht es nicht mehr um Qualität, sondern nur noch um Quantität. Der Kostendruck im Straßenbau ist enorm. Der Staat drückt die Preise, die Firmen unterbieten sich gegenseitig und am Ende trifft es die Arbeiter. Immerhin, in dieser Nacht wendet sich das Blatt. Die Lkw-Fahrer bekommen es besser hin und endlich kann sich auch Hartmut Noak mal entspannt hinsetzen. Machen Sie das jetzt glücklich, wenn es so läuft? Das ist kein Glück, das gehört zur Arbeit. Man kann sich ja nicht nur ärgern. Mal ein paar Glücksmomente während der Arbeit auch. Das Mischwerk brummt. Die Nähe zur Baustelle sorgt für kurze Transportwege. Zeit ist Geld. In 10 Sekunden rauschen jeweils 4 Tonnen durch. Dutzende Lastwagen im Pendelverkehr, eng getaktet. Morgens um 5:30 im Bauarbeiterhotel. Der Mischmeister beim Frühstück. Er hat Tagschicht. Es sind lange Tage. Meistens früh raus, spät rein, kurz was essen, Kollegen ein bisschen reden,
Bier trinken und dann geht es schon wieder ab ins Bett, damit man für den nächsten Tag wieder fit ist. Und dann das gleiche Programm? Das spült sich dann Tag für Tag ab. Ja. Samstag früh. Die A9 ist relativ leer. Die Asphaltbauer haben ihr Ziel erreicht. Hartmut Noack macht seine Maschine sauber. Der Rest der Nachtschicht hat jetzt am Morgen schon Feierabend. Das Putzen ist Pflicht. Wenn man die Maschine nächsten Tag wieder benutzen will, muss man sie sauber machen. Irgendwann ist es nur noch ein schwarzer Klumpen. Aber Sie sind dann der Letzte, alle anderen sind schon weg. Ja, alle anderen sind schon nach Hause. Noch 2 Jahre, dann will er in Rente gehen. In Görlitz wartet seine Frau. Hartmut Noack nutzt die knappe Freizeit für Spaziergänge. Er liebt den Wald. Endlich mal frische Luft tanken. Jedes ordentliche Auto hat einen Innenraumfilter, dass man hier den ganzen Staub und Dreck und Reifenabrieb und den Dieselstaub ins Auto reinkriegt. Aber wir stehen halt einen halben Meter daneben und atmen es ein. Man macht sich darüber schon Gedanken, wenn man weiß, wie viele Kollegen schon so Mitte 50 sterben. Lungenkrebs, Speiseröhrenkrebs, das sind eigentlich die, oder Kehlkopfkrebs, die meist verbreiteten Krankheiten, an denen unsere Kollegen sterben. Ich kenne wenige, die alt geworden sind, die richtig, also über 70. Wenn eine neue Fahrbahndecke verlegt ist, schaut auch der Mischmeister gern mal vorbei. Manfred Resch möchte wissen, ob der Asphalt richtig zubereitet war. Er wird vom Polier Andreas Eich schon erwartet. An dieser Einmündung wird auch tagsüber asphaltiert. Wir gehen dann nochmal auf die frische Decke drauf und schauen uns das mal an, wie die drin liegt. Ob es recht fettig ist oder von Absplitten her, wie das ein bisschen ausschaut. Fettig muss es sein? Nein, soll nicht. Also es soll fettig sein, aber es soll keine Fettflecke geben. Wie bei einer Suppe. Soweit alles in Ordnung. Bald können hier wieder die Autos rollen. Noch aber schleicht sich der Verkehr durch die Baustelle. Wegen der Staumacher. Die Arbeiter mögen dieses Wort gar nicht. Wenn man sie die Staumacher nennt, ärgert sie das? Ja und nein. Weil wir machen den Stau nicht, den Stau produzieren die selber. Heute ist es so, dass da oben 2 Verkehrsteilnehmer einen Unfall gebaut haben. Und wenn man dann sieht, dass es in kürzester Zeit 10 Kilometer plus 17 Kilometer und dann drüber hinaus noch staut, sieht man, was die A9 für Verkehrsaufkommen hat. Bruno Seufert und seine Kollegen wollen hier bald fertig sein. Dann wird es bis zu 8 statt bisher 6 Spuren geben. Und kaum einer der Autofahrer, die dann über den neuen Asphalt gleiten, wird an die Männer denken, die hier geschuftet haben. Stattdessen wird man in der nächsten Baustelle wieder auf die Arbeiter schimpfen. Achtung, kommendes Jahr ist hier die Gegenrichtung dran.